Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einem kleinen Tipp für die Fans von sogenannten dunklen Modus, auch Dark Mode genannt. Und zwar will ich euch schnell zeigen, wie wir den Dark Mode für alle Webseiten aktivieren bzw. eher zwingen können. Das geht über die etwas erweiterten Browser-Einstellungen oder besser gesagt über die experimentellen Einstellungen, und zwar über die Flex-Seite, und das funktioniert sowohl mit dem Google Chrome Browser als auch mit dem Microsoft Edge, das auf Chromium basiert natürlich. Und das machen wir, indem wir einfach den Browser starten und mit Chrome Doppelpunkt slash slash Flex hier auf die Flex-Seite, auf die Seite mit dem experimentellen Funktionen eben aufrufen und in die Suchmaske hier einfach Dark eingeben, und schon haben wir unsere Option hier, Force Dark Mode for Web Contents. Das wäre der Pfad hier. Standardwert hier ist Default, und wenn wir das jetzt hier aufklappen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Ja, das sind mehrere Dark Modi sozusagen. Hier müsst ihr vielleicht selbst ein bisschen testen, welches euch am ehesten zusagt. Ja, ich enable das jetzt einfach mal, den Standard Dark Modus sozusagen hier einfach hier enable, und wir können vielleicht einfach mal schauen. Ich wollte jetzt irgendeine Seite hier aufrufen, vielleicht als Vorher-Nachher. Ja, Beispiel. Zack, sieht so aus. Ja, das ist hier YouTube. Das ist jetzt der Standard, Standard-Anzeige hier. Und wenn wir jetzt den Dark Mode hier aktivieren und den Browser einmal neu starten, ja, launchen, schon werden die Seiten hier in den dunklen Modus ihm angezeigt, ja, und zwar alle. Genau, das war jetzt der Chrome-Browser. Das geht, wie gesagt, genauso einfach mit dem Edge-Browser hier auf, und zwar indem wir den Edge-Browser natürlich aufrufen und hier Edge-Doppelpunkt slash slash flex eingeben und Enter. Schon gelangen wir hier auf der Seite, einfach wie gehabt Dark hier eingeben, und das ist jetzt unsere Option wieder, Force Dark Mode for Web Contents. Die Optionen sind hier die gleichen wie beim Chrome. Da müsst ihr selbst, wie gesagt, ein bisschen testen, experimentieren, welches euch am besten gefällt. Wie gesagt, hier sieht es so aus, wenn ich jetzt den Browser neu starte und das dunkle Modus hier, Dark Mode, aktiviert ist, werden die Seiten eben wieder so angezeigt. Ja, das ist jetzt der Edge Chromium. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen könnte. Bei Fragen oder Anregungen einfach einen Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht vergessen, und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.